Hallo und schönen guten Abend und willkommen hier vom PTA 2.0 für Diablo 4 und im heutigen Video geht es um den Familiar und zwar um den neuen Zorg-Skill, ein paar weirde Interaktionen mit dem Skill, generell die allgemein blöde Mechanik und die zwei weirden Skill-Optionen, die wir zur Auswahl haben bei dem Skill und ich zeige euch mal grob einen Full-Familiar-Build auch mit den neuen Handschuhen, wie der so auf Tommen 4 und auch in einem Pit grob performt. Aber als allererstes, ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an. Familiar hat eine beschissene Animation. Und zwar die Animation dauert viel zu lange im Casten im Vergleich zu fast jedem anderen Skill im Spiel. Schaut das an. Sieht an sich nicht schlimm aus auf jeden Fall. Zorg hebt kurz den Arm. Aber das Schlimme ist, das ist so eine weirde lange Animation sozusagen, die man nicht wirklich in andere Skills einschieben kann. Dadurch kann man sie nicht casten, wenn man irgendeinen anderen Skill Stutter Step währenddessen. Dafür habe ich einfach meine Chain Nova Sorg hier. Und ja, wenn ich mit der als Gameplay rumlaufe, dann laufe ich und caste ich immer. Stutter Step. Kennen die meisten, keine Ahnung. Laufen Frozen Orbs casten, laufen Fireballs casten, laufen Chain Lightning casten. Das ist ganz normales Gameplay. Und wenn ich jetzt versuche, währenddessen einen Familiar zu casten, sieht das folgendermaßen aus. Seht ihr unten diese drei? Das sind meine Familiar-Aufladungen. Und seht ihr, wie dieser Skill kein einziges Mal dabei reagiert? Ich muss wirklich hier stehen bleiben, damit das reagiert. Wenn ich das mit irgendeiner anderen Conjuration mache, zum Beispiel mit einem Lightning Spear. Achtung! Dann sieht das folgendermaßen aus. Lightning Spear gecastet. Ich hack auch ein bisschen drauf rum, aber der castet sich irgendwann. Oder mit einer Hydra zum Beispiel, einem Skill, der keinen Cooldown hat. Achtung! Da ist eine Hydra. Und noch eine Hydra. Das kriege ich nebenbei gecastet. Die Animationen sind deutlich kürzer. Familiar hat bei weitem die längste Animation von allen Conjurations und auch von allen anderen Skills. Du kannst jeden Skill nebenbei beim Stutter Step casten und noch ein paar Mal draufhämmern, reagiert er dann letztendlich auch. Also dahingegen, generell, da Familiar hauptsächlich eher supportend bei den meisten Builds benutzt wird, damit da er auf Damage ausgelegt kein wirklich guter Skill ist, finde ich fast, dieser Skill bräuchte gar keine Animation. Ähnlich wie einen Flame Shield oder wie einen Ice Armor. Ihr seht zwar, die Sorg macht eine Animation, aber ihr könnt den Skill gedrückt halten, könnt währenddessen Ice Armor casten. Ihr könnt während des Channels von Incinerate auch einfach Ice Armor oder Flame Shield casten, ohne dass das den Skill unterbricht. Und genauso müsste Familiar auch funktionieren. Familiar müsste ein Skill sein, der keine Animation unterbricht, den man nebenbei einfach einstreuen kann. Für mehr Chill, für mehr Stun oder für Burn bei den Gegnern. Ja, das ist der erste Punkt von Familiar. Eine viel zu lange Animation, die es leider unangenehm macht, bei dem Skill überhaupt, den Skill überhaupt rauszucasten. Dann die beiden hinteren Skill-Optionen. Wir haben ja einmal oben Familiar wechselt zwischen den einzelnen Elementen durch. An sich funktioniert das ja ganz okay. Das funktioniert genau so, wie es funktionieren soll. Ich nehme ein Familiar rein. Und zwar der Familiar. Du castest jetzt einen Feuer-Familiar, dann einen Cold-Familiar, dann einen Lightning-Familiar und so weiter und so fort. Ihr seht hier Lightning. Wenn ich jetzt einen Lightning cast, wir warten mal auf mehr als ein Stack sozusagen. Hier, ich caste ein Lightning Familiar. Und dann seht ihr, danach caste ich ein Feuer Familiar. Und jetzt würde ich quasi ein Cold Familiar casten. Funktioniert wunderbar. Kann man vielleicht irgendwie so einbauen, dass man quasi ein bisschen Stun hat, ein bisschen Chill und Burn auf jeden Fall in einem Bild drin hat. Das alleine ist aber nicht gut genug eigentlich. Deswegen hat Blizzard da extra noch einen Damage Reduction Bonus dran gepackt. Und zwar, way of at least two different elemental familiars active, you gain 3% Damage Reduction. Also ja, der obere Effekt an sich ist schon okay, aber wofür diese 3% Damage Reduction? Macht doch eine relevante Nummer, macht doch eine 10 oder so draus. Oder 15 oder 20 oder... Ich muss sagen, ich habe letztens beim Barb halt reingeschaut, wegen dem Challenging-Shout, den man sich jetzt über Runenwörter holen kann, wo der Barb einfach mal 40% Damage Reduction bekommt. Also Sorg, die unsere Haupttoughness bekommen über Ice Armor, die uns gar keine Damage Reduction gibt, sondern nur Barrier. Wir haben dann höchstens solche Sachen wie hier 6% Damage Reduction bei Barrier von sowas wie Dampen Layer, was auch fast gar nichts ist. Das ist fast nicht mehr die Punkte wert, hier reinzutun. Die beste Damage Reduction, die Sorg, glaube ich, im Skill Tree hat, sind einmal Mana Shield. Das sind 30% Damage Reduction, wenn man Mana verbraucht, ist fein für eine Passive. Und Protection im Endeffekt indirekt, das ist auch nochmal ein bisschen Barrier. Align the Elements, was bis zu 60% Damage Reduction gibt, aber nur für einen Hit von einem Elite. Und danach musst du das jetzt wieder hochstacken und zwar mit 3% pro Sekunde, also alle 20 Sekunden einmal 60% Damage Reduction. Also gib dem Ding doch mindestens 10% Damage Reduction und nicht 3, was so eine komplett irrelevante Zahl ist. Der untere Bonus dahingegen ist halt schon deutlich besser, weil ihr verdienst eine Active Familiar. Wenn du einen aktiv hast, bekommst du 10% mehr Damage für den Typen. Hast du ein Feuer aktiv, machst du mehr Feuer Damage, hast du Lightning aktiv, machst du mehr Lightning Damage und so weiter und so fort. Wunderbar, kann man in viele Builds als supportenden Skill einbauen.
Der mittlere Modifier ist dann der, der überhaupt die Bonis bringt. Und zwar Feuer zündet an, Cold chillt und Lightning stunt. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist, was halt die meisten Sorks-Builds irgendwie brauchen. Ich muss sagen, so stark baue ich für Familia nicht wirklich viele Builds ein. Ich muss sagen, ich lehne dann meistens lieber eigentlich Lightning Spear, und zwar, weil er Vulnerable macht. Lightning Spear macht auch, glaube ich, schon mit seinem Grundeffekt, macht er Vulnerable, wenn er crittet. Das ist ein Punkt, der mir gefehlt hätte. Ich muss sagen, zwei verschiedene CC-Effekte ist eher ein bisschen unnötig. Feuer anzünden, Devouring Blaze und sowas, wunderbar, und dadurch macht es auch Schaden. Lightning Stun ist auch okay. Aber Cold chillen, bei Cold hätten die ja zumindest einfach Vulnerable machen hinzufügen müssen. Dann wäre es wirklich ein Full-On-Supportender Skill, der ein bisschen stunt, Vulnerable macht und anzündet. Genau die Punkte, die Sorg auch so braucht. Das fehlt mir so ein bisschen, denn wirklich Damage-Output hat das Ding nicht. Ich zeige euch das gleich in einem Full-Damage-Bild. So, einmal der Damage-Output wird auf jeden Fall gecapped wegen den 6 Familiars, die wir maximal draußen haben können. Warum eigentlich? Wir können unendlich viele Lightning-Spear darauf haben, da gibt es keinen Cap. Hydra ergibt Sinn, dass wir ein Cap haben, dann warum Item, was das Cap erhöht. Wenn zumindest die Familiar Handschuhe auch das Cap erhöhen könnten, wie viele Familiars wir draußen haben können, würden auch die Familiar Handschuhe, die Unique, mehr Sinn ergeben. Ice Blades haben wir auch keinen Cap draus, wie viele wir draußen haben können, nur die passiven Ice Blades sind auf 3 gecapped. Also dahingehend muss auch was passieren. Ich finde es zumindest gut, damit man das Enchantment öfter benutzt, wenn man 6 aktive und 6 passive Familiars haben könnte und somit bis zu 12 Familiars stacken könnten. Und dann zählen halt, wenn du über Unstable Currents Familiar beschwörst oder so, zählen die auch als die Passiven halt sozusagen. Oder über das Winterglas. Wo wir gerade über Unstable Currents und Winterglas kommen, da gibt es so eine weirde Snapshot-Mechanik von Familiars. Wenn ich jetzt einmal Familiars aktiv in der Bar habe und ich habe hier einen Lightning Familiar drin, dann mache ich Unstable Currents an und schieße hier ein bisschen Chain Lightning. Dann seht ihr, ich kriege lauter Lightning Familiars. Seht ihr die Blitzdinger da, die rumfliegen? Blitz, Blitz, Blitz. So. Wenn ich die andere Rune hier reinnehme, wo das so schön durchrotiert, dann funktioniert das auch und rotiert schön durch. Wir müssen jetzt nur kurz warten auf Unstable Currents Cooldown. Ich glaube, wenn ich ein bisschen schieße... Ah ne, ich habe nicht den Cooldown-Effekt drin. Ihr seht aber schon, wenn ich hier Skills caste, dass das durchrotiert. Auch wenn ich quasi gar keinen Familiar beschwöre. Ich caste einfach einen Skill und die Familiars rotieren bereits durch. Das gilt auch für die Familiars, die dann von Unstable Currents beschworen werden. Ohne dass ich drauf drücke. Da seht ihr ein Cold-Ding, da seht ihr ein Blitz-Ding und dann kommt auch gleich mal ein Feuer-Ding. Ja. Wenn wir Feuer erwischen, richtet sich sozusagen nach dem Element, was da gerade ausgewählt ist. Ja, ich glaube, Feuer haben wir jetzt gerade keinen Sinn bekommen. Ich warte noch ein bisschen. Ah ja, jetzt muss eins mit Feuer irgendwo dabei sein. Wir sind angezündet. Ach ne, ich zünde die so an. Ja, warte noch mal kurz. Ich würde euch zeigen, dass da alle beschworen werden, dass sich das danach richtet. Moment, nochmal. Rotiert halt im Sekundentakt durch. Beschwört immer das, was gerade aktiv ist. Warum seht ihr die Cold-Dinger? Komm. Ja, da haben wir auch ein Feuerding bekommen. Hier, seht ihr jetzt. Also, das richtet sich danach, was gerade quasi aktiv ist. Und danach richtet sich generell am Civil Currents. Richtet sich nach deinem quasi aktiven Element von Familiar. Und dasselbe macht auch das Winterglas. Und das kann man ein bisschen abusen. Und zwar, ihr seht, ich habe gerade einen Cold-Familiar. Wenn ich das jetzt aus der Leiste einfach rausnehme und ich packe mir hier den Lightning Spear raus, das ist ein Cold-Familiar. Permanent. Wenn ich jetzt Unstable Currents anmache, kriege ich nur Cold Familiars. Achtung! Da, Cold-Ding fliegt rum. Cold-Ding fliegt rum. Würden jetzt quasi nur Cold-Dinger rumfliegen. Wenn ich eine bessere Abkämpfe auf Unstable Currents hätte, würde man es ein bisschen besser sehen. Aber dasselbe funktioniert natürlich auch mit den anderen Elementen. Warte mal, ich hole mal kurz. Ich glaube, ich leicht aus der Truhe. Einfach mal Orange Herald, damit ich meine Ulti ein bisschen besser resetten kann. Einfach Orange Herald-Schuhe. Damit ich nicht jedes Mal so lange warten muss. So. Und zwar, ihr könnt einfach Familiar hier reinnehmen. Und ich muss dafür nicht mal die Rune von Familiar nehmen, gell? Ich kann auch einfach den anderen nehmen. So. Ich caste einen Feuerskill. Also wie ein Feuerfamiliar. Das caste ich aber einmal. Und dann ziehe ich Familiar hier unten raus. Packe mir den Lightning Spear rein. Und ihr seht, ich habe hier Feuerfamiliar. Wenn ich jetzt die Ulti caste, mit der Ulti hier links caste, seht ihr Feuerfamiliar. Noch ein Feuerfamiliar. Jetzt kommen nur Feuerfamiliars. Und dasselbe funktioniert dann auch mit Lightning. Also man kann es quasi snapshotten, indem man einmal ein Familiar-Element auswählt, aus der Leiste rauszieht und so kannst du auch in den Pit reingehen, dann kriegst du jetzt im Pit die ganze Zeit Feuer-Familiars. Hast du es vorher gesnapshottet quasi, hier in deinem Skill-Inventar quasi und das bestimmt, welches Element an Familiar dein Unstable Currents beschwört. Und dasselbe zählt übrigens auch fürs Winterglas, falls ihr irgendwie eine Frozen-Hot-Version spielen solltet und ihr wollt die Gegner anzünden. Wenn ich jetzt hier ein bisschen caste, seht ihr, beschwört das Feuer-Familiars. Und wenn ich es halt anders wieder snapshotte,
Und hier, zack, auf Lightning. Ziehen sie aus der Leiste raus. Dann beschwören wir hier Lightning Familiars. Achtung. Und ihr seht, Lightning Familiars ist eigentlich eine ganz lustige Interaktion. Ich weiß nicht, ob es so sein soll. Aber ja, ich sag mal, in vielen supportenden Fällen macht das den Skill irgendwie besser. Du kannst sagen, gezielt, ah, für den und den Build will ich jetzt mehr Lightning-Dinger haben, einfach meinen Damage zu pushen. Oder ich will Feuer-Dinger haben, um quasi Gegner anzuzünden. Also man kann vorgefertigt so ein bisschen ein Element auswählen. Das macht den Skill wieder ein bisschen besser. Ist wahrscheinlich eigentlich ein Bug, aber ich sag mal, ohne den Bug ist der Skill nur noch schlechter, als er eigentlich schon ist. Ja, und als nächstes würde ich sagen, wechsle ich kurz auf meine Full Familiar Sorg und zeige euch mal grob den Damage, wie so ein Full Damage Familiar Build grob aussehen könnte. Wie schlecht das leider ist, der Schaden davon. So, auf geht's auf die Familiar Sorg. Und ich habe jetzt erstmal einen extrem langen Ladebildschirm. Ich laufe mal kurz in den Open World Room und danach gehe ich mal in einen, sagen wir mal, 70er Pit rein. Ein bisschen über T4. Damit ihr da den Single-Target-Schaden noch Area-Damage seht. Also das ist jetzt full ein Familiar-Build, auch mit den neuen Handschuhen. Ich habe auch schon ein Full-Burn-Familiar-Build gebaut. Der hat aber nochmal schlechter performt. Ich habe jetzt hier die neuen Handschuhe an. Mit hier Familiar-Chance to hit twice. 60% drauf. Plus auf der Waffe nochmal 50%. Also insgesamt über 100%ige Chance. Die hitten immer doppelt. Mit hier Bonus-Familiar-Damage nochmal. Mit auch Familiar-Explosion-Size. Also die machen ein bisschen größeren Area-Schaden. Und hier 50% reduzierte Cooldown-Reduction. 50% erhöhte Dauer und Cooldown ist reduced by 2 seconds und die maximalen Charges wurden reduziert. Und das ist auch so ein bisschen weird. Der Effekt grundsätzlich von diesen Handschuhen ist quasi, du beschwörst immer alle drei Elementarvarianten von Familiar auf einmal, also ein Lightning, ein Cold und ein Fire sozusagen. Hast zwei Charges davon, das heißt, beide Charges hast du raus, du hast sechs Familiars, das ist die maximale Anzahl. Dann halten sie durch diese Handschuhe nochmal länger und der Cooldown ist reduziert. Also du könntest eigentlich noch mehr rausballern. Noch mehr und mehr und mehr und mehr Familiar, aber du darfst ja nur sechs gleichzeitig haben. Du musst halt darauf achten, dass du deine 6 gleichzeitig ein bisschen nur aufrecht hältst, einfach permanent, weil, ja, ansonsten überschreibst du die ganze Zeit die anderen mitten in den Angriffen und die kommen kaum zum Angreifen. Das beschränkt dich auch so ein bisschen von der Spielmechanik, da musst du die ganze Zeit darauf fokussieren, dass die zwei Charges sozusagen ab sind. Wenn du dann nebenbei noch ein Bild irgendwie an Stable Currents anhast, da kommen ein paar Lightning Spears oder sowas noch, dann kannst du auch nicht genau einfach nur nach der Conjuration Mastery gucken, ob da eine 6 steht. Wäre schön, wenn hier auf dem Skill einfach stehen würde, wie viele Conjurations, wie viele Familiars wir draußen haben. Ähnlich wie die zwei Charges irgendwie in der anderen Ecke oder so. Steht dann, wie viele du draußen hast. Ähnlich wie wir es bei der Hydra sehen. Da sehen wir auch, wie viele Hydren wir draußen haben. Ja. Aber gut, ich gehe mal kurz in die Heldheit rein. Und dann könnt ihr euch das grob ansehen. Ich habe das hier ein bisschen mit Chain Lightning kombiniert, einfach nur um Crackling Energy zu erzeugen. Dadurch sammle ich ein paar Lightning Speere ein, einfach nur um Conjuration Mastery ein bisschen hoch zu pushen. Ich muss sagen, mir ist nicht wirklich was eingefallen, wie ich einfach noch... Was für ein Mana verbrauche ich hier einbau, weil ich wollte halt Stardust Geist brocken, einfach für nochmal mehr Damage. Ja, deswegen einfach ein bisschen Chain Lightning, ein bisschen Cracking Energy einsammeln. So, zack, zack, beide Charges beschworen, jetzt haben wir 6 Familiars draußen. Und ja, kann ich jetzt hier nochmal beschwören, die Familiars. Das ist so der höchste, das ist so das Pardon zu World Tier 4 auf dem Live-Server gerade. Ich weiß nicht, wo die gerade rumirren, die Familiars. Ja, da sind ein paar. Hier, zack. Schauen wir mal dahin. Schieß ein bisschen rum auch, damit die da vulnerable werden. Ich soll auch vielleicht Ice Armor anmachen. Das war gerade nicht fair für den Bild. Man sieht, der Burn Damage, den sieht man sogar an den Gegnern. Von dem Burn Familiar. Hier, man sieht, dass die Leiste teilweise gut angeburnt ist von den Gegnern. Und ich sag mal, eine Full Burn Variante ist wahrscheinlich auch besser. Aber ich wollte natürlich mal das neue Item zeigen. Das wir extra bekommen haben. Aber selbst so für Open World T4 Varianten hier. Also ich glaube, meine Zero-Damage-Sorg, meine Zero-Skill-Sorg mit diesen Wölfen ist schneller durch T4 durchgekommen als das hier. Und hier caste ich selber Skills, habe alles gemasterworked, habe Runenwörter drin hier, Petrify und Warcry. Und es ist einfach schlecht. Wir gehen nochmal in den Pit rein, in so einen 70er-Pit rum. Ja, aber was Schaden angeht, ist für mich einfach komplett underwhelming. Deswegen fände ich es gut, wenn für mich einfach mehr in Richtung eines supportenden Skills getrimmt werden würde. Und dagegen brauchst du dann einfach noch mehr Skill-Support für andere Skills. In Form von mehr Vulnerable machen, mehr Damage Reduction geben, mehr Damage geben. Ja. Und vielleicht einfach, dass man mehr draußen haben kann, dass sich besser castet ohne eine Animation. Dann wäre es ein ganz okayer Skill. Ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, als Sorg-Spieler, dass wir halt nur Familiar bekommen haben. Die Idee dahinter, so einen Skill zu haben, der quasi alle Elemente abdeckt. Ja, ich kann ja nicht mal wieder gescheit casten. Musste wieder ein bisschen aufhören, Chain Lightning zu casten.
Ihr seht hier einen 70er. Mobs gehen down, aber langsames Fakt. Also hier laufe ich mit Ice Shards durch und one-shotte jeden Gegner, wenn ich einmal Frostnova benutze. In der Stufe. Ja. Ich wollte euch nur kurz den Anfang zeigen, einfach wie wirklich schlecht der Schaden da ist. Okay. Ich persönlich hätte mir lieber andere Skills gewünscht, wie zum Beispiel eine Lightning Nova, so ein Classic-Skill aus D2. Wer hier mein Chain Lightning Nova-Bild gesehen hat zum Pushen, quasi einfach der Skill, den wir casten können durch das Isadora-Amu, einfach direkt als Skill zum Casten. Oder selbst bei so einem Item wie, es gab jetzt so einen neuen Charge-Bolt-Effekt, der so eine Charge-Bolt-Welle nach vorne hervorruft, das wäre auch ein coolerer Skill gewesen. Oder einfach direkt, keine Ahnung, ein schwarzes Loch. Wäre auch noch ein guter Support, ein Punkt übrigens für die Familias, keine Ahnung. Wenn du hier beim oberen Punkt hier, wenn du zwei verschiedene Familias draußen hast, kriegst du 10% Damage Reduction. Wenn du drei draußen hast, fusionieren sich die Familias zu einem schwarzen Loch und saugen alle Gegner in der Nähe ein. Wann es gilt zum Pullen, der nicht die Raymond Chest ist oder eine Ulti. Wäre auch schön. Also da hätte man so viele Kombinationen bauen können. Oder macht das durch die Handschuhe, lass die zusammen pullen und Gegner vulnerable machen und mehr Damage erleiden lassen. Wie auch immer. Also ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht von dem neuen Skill von der Sorg. Wenn ich da bedenke, die neue GODDH Rogue sieht insane geil aus. Die Waffenwurf vom Barb sieht geil aus. Der Channel Skill vom Druid, geile Explosion. Und beim Necro, auch allein von der Animation her, sehen die anderen Skills von einer Klasse alle deutlich geiler aus. Und ich glaube, die haben auch eher einen Verwendungszweck im Endgame. Vor allem, glaube ich, die Rogue aktuell wirklich mit diesem Wirbelskill geht extrem, extrem ab. Gut. Das war nur meine kleine zusammengefasste Meinung zum Familiar, zum neuen Skill von der Sorg und noch so ein paar kleine Tipps und Tricks bezüglich dem Skill. Sagt mir gerne in den Videokommentaren, was ihr davon haltet und ich würde sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann.